finde, wir sollten die Sache etwas lockerer angehen. Wir sollten mal eine Pause machen. Du machst mit mir Schluss? Es liegt nicht an dir. Klar liegt's an mir. Es liegt an mir. Ich mag dich nicht mehr. Du hast gesagt, ich sei deine Seelenverwandte. Ach ja? Wann? Als wir in dem einen Bed and Breakfast Sex hatten. Aber das kann man nicht... Das kann man nicht was? Zählen. Also, ich bin durch mit Beziehungen. Ja, wem sagst du das? Mir fehlt der Sex. Ab und zu braucht man ihn einfach. Wieso gibt's den nur zusammen mit Komplikationen? Und Gefühlen. Das ist was rein Körperliches, so wie Tennis spielen. Machen wir? Klar. Lass uns Tennis spielen. Ich habe empfindliche Nippel und ich stehe nicht auf obszönes Gerede. Ich bin kitzlig und ich muss niesen, nachdem ich... Freunde, die es miteinander treiben? Ihr seid doch nicht auf der Uni. Hey, wow. Mom! Also, meine Tochter ist nur dein Betthase. Nein, nein, ich bin... Nur ein kleiner Scherz. Rammel weiter. Ah! Was hast du denn? Nichts! Wenn Frauen anfangen zu schreien, kann das falsch verstanden werden. Mach einfach weiter! Mein Hintern. Was? Oh, mein Hintern. Echt jetzt? Nein, ich meine mein Hintern. Ich hab einen Krampf. Nimm ein Kissen. Also nicht? Oh, nein. Das ist nur Sex. Das funktioniert nie. Du schneidest es nicht, Alter. Jamie ist anders. Hat sie einen Penis, wo die meisten Mädels eine Vagina haben? Kein Penis. Dann ist sie nicht anders. Ich denke, wir sollten aufhören. Kriegst du deine Tage? Dafür gibt's eine App? Nein, alles im grünen Bereich. Erst hatten wir Sex ohne Gefühle. Jetzt haben wir Gefühle ohne Sex. Ja, genau. Nein! Ich muss aufhören, an das dämliche Hollywood-Klischee der warmen Liebe zu glauben. Schnauze, Catherine Heigl! Ich hab's verbockt. Wenn du wirklich glaubst, sie könnte die Richtige sein, dann bring's in Ordnung. Willst du einen mütterlichen Rat in Sachen Liebe? Nicht wirklich. Gut, ich weiß auch nicht, wie das geht. Hey! Echt? Schon vorbei? Kleiner Scherz.